Wenn es ums Thema Beschichten geht, ist die IGP Powder Coatings für Sie da. Mein Name ist Sadat Yakupi und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Kraterbildung. Warum entstehen Kraterbildungen und was kann man dagegen tun? Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Krater sind kreisförmige Vertiefungen in der Lackschicht, die bis zum Untergrund reichen können. Sie können einzeln oder gehäuft auftreten. Umgangssprachlich werden Krater auch als Fischaugen bezeichnet. Das Ärgerliche dabei: treten Krater auf, so bleibt als Behebung des Fehlers nur noch die Entfernung des Lackes mit anschließender Neubeschichtung übrig. Die Ursache für Entstehung von Krater können bei gleichem Erscheinungsbild sehr unterschiedlich ausfallen. Bei keiner oder nur einer dürftigen Vorbehandlung verbleiben Fremdstoffe auf der Oberfläche. Dies können Öle oder Fette sein, die zum temporären Korrosionsschutz verwendet wurden, aber auch Substanzen aus der Oberflächenvorbehandlung, wie zum Beispiel Chemikalienrückstände. Eine saubere Vorbehandlung ist das A und O jeder erfolgreichen Beschichtung. Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein. Eine Kontamination des Pulverlacks durch Fremdstoffe aus der Umgebung, wie beispielsweise durch die Verwendung von Silikonsprays bei der Montage oder Handschuhe aus Silikon, die Rückstände verursachen, können zu Kraterbildungen führen. Silikonhaltige Stoffe dürfen auf keinen Fall ins Beschichtungsumfeld geraten. Unter Umständen können Krater sogar durch kosmetische Artikel der Mitarbeiter, wie zum Beispiel Handcremes oder Lotions, verursacht werden. Wenn sich Öle in der Umgebungsluft und Druckluft der Beschichtungsanlage befinden, zeigen sich die Krater meist erst nach dem Einbrennen. Die Filter müssen dann gründlich überprüft und allenfalls ausgetauscht werden. Oft führt auch eine Unverträglichkeit mit Fremdpulvern zu Kraterbildungen. Die Beschichtungsanlage muss nach jedem Pulverwechsel gründlich gereinigt werden. Bereits die kleinsten Pulveransammlungen können zu Oberflächenstörungen führen. Beim Überbeschichten von bereits lackierten oder gespachtelten Oberflächen kann es beim Einbrennen ebenfalls zu Unverträglichkeit der Materialien kommen. Auch hier zeigt sich die Oberflächenstörung oft als Kraterbildung. Daher sollten unbekannte Lackschichten beim Überbeschichten vorher auf Eignung getestet werden. Kurz zusammengefasst sind die häufigsten Ursachen für Kraterbildungen: unzureichende Vorbehandlung, Kontamination durch Sprays, Cremes, Silikone und Kosmetika, Öle in Umgebungsluft oder Druckluft, Verschleppungen von Fremdpulverlacken in der Beschichtungsanlage. Überbeschichten von unbekannten Lackschichten können auch dazu führen. Unser Service Guide hilft nicht nur bei Verlaufsproblemen weiter, sondern auch bei vielen anderen Fehlerbildern. Fordern Sie jetzt gleich an. Die IGP wünscht Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Beschichtung und bis zum nächsten Mal.